sind seit 40 Jahren tätig auf dem niederländischen Markt. Nur im Maklerbereich. Oktober letztes Jahr sind wir auf den deutschen Markt getreten. Wo die, sag mal, die CRM-Leute wie FlowFact und OnOffice Software, wo die aufhören, fangen wir an. Wir haben mit alle große Software-Leute als Schnittstellen und alle Eckdaten, Texte, Bilder, die wieder runtergeladen. Ja, und dann wird automatisch wieder verschiedene Produkte hergestellt. Zum Beispiel ein Exposé oder ein aktuelles Magazin oder Visitenkarte mit das Haus drauf. Wenn ein Haus in Verkauf gibt, geben wir die Kunden, die das Haus verkaufen, geben wir 70 Karten. Ja? Das ist sein Haus, die kann ich an seine Bekannte geben. Auf der Hinterseite ist ein QR-Code. Da kann jemand, ein Bekannte sieht das stehen, geht nach seinem PDA, macht das, bekommt dann einen Film. Das ist besser. Da glaube ich dran. Das ist gesteuerte Information. Die Websites von den Makler sind nicht ausreichend, um in die Zukunft zu überleben. Die neue Generationen, dann spreche ich über meine Tochter von 15, 16 Jahren, die suchen anders, dan dat we dat machen. Die gehen naar Google toe en stellen die vraag: ik wil mir een woning kopen in Köln. Ja? Die gehen niet naar die Euro's of de Scouts of de Immonets van deze wereld. Die reden met die computer. Die stellen vragen aan de computer. En man dan zo'n vraag stelt, dan moet man open zijn. Dan moet man zeggen: hey, een appartement in Köln, ik bekom die makelaar gleich naar oben. ImmoTV. Wir bewegen Immobilien.